online zu spielen. Nein, man braucht kein Team online zu spielen. Das ist totaler Unsinn. Okay, es geht nicht. Müsst ihr alleine spielen. Lass hier Open Arena runterkommen. Also jedenfalls nicht in diese Version. Egal welche Version, der Key wird mit dem Master Server überprüft. Ja, der Key, aber ich meine jetzt ein Quack. Wenn es den Key schon gibt, dann wirst du vom Server runtergeschmissen, weil es den eben schon gibt. Das ist mir schon klar. Da muss er eben einen Key nehmen, der gerade nicht online ist. So schwer ist das nicht. Nix. Das hilft nicht, die sind registriert auf dem Master Server, die Keys. Na und, wenn ich das Spiel irgendwo anders installieren muss, der ja neu registrieren, also. Ja, der ist der Key, der gültig ist, wird ja auch nach wie vor genommen. Aber er nimmt ja Gigan-Keys und die sind alle. Ja. Er soll einen Key nehmen, der nicht Gigan ist. Es ist jetzt nicht so schwer. Los, geht zu deinem Nachbarn und klau den Key. Jo, oder so. Gehst eh schon mit seinem WLAN ins Internet, also. Los! Jetzt! Hallo! Bist du schon bei deinem Nachbarn? Ich lade mir Open Arena gerade. Dämon, lade dir Open Arena. Warum nicht Quake Live? Das ist wenigstens was Anständiges. Nein! Verpiss dich! Wer hat dich überhaupt eingeladen? Welcher Spaß hier hat dich dumm Arsch hier hergeladen, hä? 0.8.8 oder was? Ja. 88. Nazio-Version. Was habt ihr gegen Quake Live? Das ist kostenlos. Muss ich anmelden? Oh. Ja, du musst deinen Namen eingeben und eine E-Mail. Ja, siehst du? Weißt du, wie schwer das ist? Oh Mann, soll ich das für dich machen? Nein, dann hast du mein Passwort. Kannst du ja ändern. Weißt du, wie schwer das ist? Oh Mann, ey. Unmöglich, die Leute, unmöglich. Open Arena, das ist irgendwie kein richtiges Quake, das ist irgendwie ein Zustand. Raketen in Slow-Motion-Geschwindigkeit. Was willst du überhaupt? Bist du 088 ist besser, vielleicht. Ja, vielleicht. Keine Ahnung, ich hab's nicht gespielt wieder. Wir können auch Decent 2 spielen. Nee, das ist... Nicht zu dritt. Ihr habt doch nur Angst. Brauchst du mehr Leute. Das war, wie sie Angst vor mir haben. Wie sie einfach nur Angst haben. Ja, ja. Na gut, dann lade ich mir das halt. Wie, hast du immer noch fertig geladen? Boah. 10 Minuten dauert halt noch. Hier mit eurem Steinzeit-Internet hier. Ich habe noch nicht mal angefangen, aber ich mach's jetzt mal. Also wie gesagt, ne, ich habe 7. Zeit, ne? Ja, eine halbe Stunde kriegen wir noch hin, vielleicht. Nein. 10 Minuten. Nein. Supreme Commander. Ah, mit 4 Megabyte die Sekunde geht das trotzdem schnell. 4 Megabyte. Pff, kleine Kinder-Internet. 1 Minute 30 habe ich's. Boah, brauchst du lange, ey, verpiss dich. Hier sind nur Internet-User mit schnellem Internet vorhanden, ne? Hey, ich habe hier noch Quake 3 Rally installiert. Ja, das ist doch das Spiel. Nein, das ist... Quake. Hast du es überhaupt mal gespielt, Quake 3 Rally? Quake Rally, wie heißt Q3 Rally. Weißt du, was das ist? Oh, ich habe eben Quake 3 Arena verstanden. Nein. Oder habe ich das gesagt? Oh. Nein. Das passiert auf der Quake 3 Engine, nur dass man mit Autos rumfährt. So eine Mischung aus Quake 3 und, keine Ahnung, Need for Speed oder so. Oder beliebiges Rollenspiel hier einfügen. Rennspiel.
Hoffentlich gibt es da anständige Charaktere und nicht solche komischen schwarzen Neger oder sowas, was du da hattest. Hä? Naja, bei Open Arena. Hä, schwarzen Neger, bist du besoffen? Ja, den komischen Typ, den du da gespielt hast, da. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was du meinst. Fällt mir ein, ich muss da noch die Auflösung ändern in dem Spiel. Aber das mache ich dann gleich. Willst du so nicht? Neger, ey. Sei mir nicht so rassistisch, ja? Vielleicht fehlt bei dir mit dem Spiel jetzt die Waffe. Das ist so hochauflösend. Die Waffe ist nur ein paar Millimeter groß. Ja. Schauen wir mal, ob sie das überhaupt flüssig aufnehmen lässt. UT bricht nämlich ein bei der Auflösung. Das geht auf. Das nur? Auf so 25 Frames runter. Das ist nix. UT sollte man mindestens mit 90 Frames spielen können, wenn man den Netcode flüssigsten haben will. Zäh, flüssig. Echte Pros, die spielen mit einem Frame, Mann. Die spielen mit 0 Frames Crysis. Ja. Ich könnte mal schauen, wie viel Frames ich jetzt habe mit der neuen Auflösung. Oh, da ist ja noch ein Patch zum Runterladen für das Open Arena. Was? Nein. Ladversion 0.8.8, der Patch ist, glaube ich, nur wenn du ältere Version hast, oder war der? Ach so. Ich schau mal nach. Ich schau nach. Ich hab voll drauf. Ich hab's voll drauf, ich kann nachschauen. Ich hab's voll drauf. 0888. Ja, dann müsst, glaube ich, nur für die, wenn du die ältere Version hast. Die ältere, ne? Ach so, na denn. Muss ich das aber erstmal ganz fett konfigurieren? Ich muss auch mal schauen, wie du da die Musik abspielen lässt. Das ist die Zeit, 5 Minuten wart noch. 5 Minuten! Jung! Ich werde nicht jünger! Oh Moment, doch, ich werde jünger. Dann spiele ich wieder Decent 2, dann werde ich gleich mal wieder ein paar Jahrhunderte älter. Welche Auflösung hat denn der jetzt runtergeschaltet? 46 oder was? 46 oder 480 ist, glaube ich, die Standardauflösung, ja? Ja, ich merke das schon. Stell auf eine richtige Auflösung. Stell auf 2560 mal 1440. Nun mach schon, stell diese Auflösung ein. Geht nicht. Warum nicht? Geht doch bei mir auch. Was willst du überhaupt? Ja, schön. Pff. Diese kleinen Spastis mit den 12 Zoll Bildschirmen. Was sind das für Standardeinstellungen hier? Alles auf Low hier, was soll denn das? Das ist doch in jedem Spiel so, dass alles auf Minimum steht. Nee, eigentlich nicht. Doch. Schrecklich, ja. Die mehr als 8-mal Anisotropie geht nicht. Was ist das für ein Schmuh? Das ist die Quake 3 Engine. Was erwartest du? Ach, wisst ihr was? Ich könnte mich alle mal am Arsch lecken. Ich gehe jetzt CNC im Browser spielen. Oh ja, schönes Ruckelfest. Alarmstufe Rot ruckelt auch, habe ich vorhin festgestellt. Bei einer Auflösung 265 und 1440. Das ist einfach eine Datenrate, LAN, das passt. Das passt auf jeden Fall. Ja klar, also ich habe ein LAN-Kabel direkt in Delfinos Schrank, ne? Kannst du dir am Lampenschirm einziehen, wenn du willst. Vielleicht ja auch ein Glasfaserkabel hinlegen. Ich mal nicht, ich kann einfach die Quake 3 konfigurieren, dieses Spiel einsetzen. Probier's aus. Das wäre einiges einfacher als das. Oh. Also, ich glaube, die größten Mods funktionieren sogar. Also, Quake 3 Mods für. Funktionieren unter Open Arena sogar. Most empfindlich, halt, ich hasse es. Ja, wirf halt einfach mal die Quake 3 Config rein, das geht schon. So, und da. Zweifelst du mich? Such's halt mal. Wie gesagt, Mods von Quake 3 funktionieren Open Arena teilweise auch. Was nicht S? Was ist? Ja, gut, ich versuch's mal. Wäre natürlich gut, wenn das. Gleich explodiert sein Rechner.
Wie das Ding denn die Config überhaupt? Ja, ja, es wird doch eh nichts. Das wird doch nichts! Oh Gott! La 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 Hä? Wo ist denn das Spiel hinkommen? Ach, und da oben müsst ihr vielleicht mal suchen. Weiß, warum ist das kein Quake Live? Das Quake Live spielen. Da ist alles eingestellt. Oh, nein, das ist was für Ace Noobs. Auf diesen Server spielen nur Insane Pros. Das Quake Live spielen und dann seid. dann ach komm, geh nach Hause, du Ace Noob. Geh heim! Sollst heimgehen, habe ich gesagt. Aha. Hey, ich habe hier noch oben Ra. Und tschüss. Lalala, lalala. Was macht Delfino so? Ja, 45 Sekunden noch. Erstmal nach oben korrigieren die Zahl, das ist immer gut. Ja, ich bin immer noch am Talar. Ja. Dauert denn das so lange? Ja, Delfino, der hat so einen super Rechner. Der ist so schnell, dass wieder alles langsam wird. Ich glaube, dein Internet ist nicht so toll. Ich leite ja nur mit 680 kW. Delfino will auch anderen Leuten noch Bandbreite übrig lassen. Der ist sehr sozial. Der will nicht gleich das ganze Internet leersaugen. Deswegen hat er so Drosselung eingebaut. Ich stelle fest, für OpenArena gibt es keine Config. Der speichert die Einstellung im Arbeitsspeicher. Nee, Scheiß, ey, ohne Scheiß, wo ist jetzt die Config von dem OpenArena? Frag mich doch nicht. Existiert, ne. Der muss existieren, sonst würde er die Einstellungen nicht speichern. Ja, wer weiß, wo er die speichert, der Registrierung wahrscheinlich. System? Schau mal unter deinem C-Windows-System, da wo die wichtigen Daten sind. Ja, in der DLL-Datei bestimmt. Ausempfindlichkeit, was hatte ich die denn? Eben gucken. Die soll genau gleich sein. Auf den Punkt, genau. Ich schick's mal. Hier hast du. So, da, sei zufrieden. 2,25, okay. Ich hab dir geschickt, wo das speichert. Echt? Ja, im TS. Zumindest steht's hier so, dass er das speichert. Q3-Config CFG. Sie heißt auf jeden Fall schon mal Q3-Config. Habe ich die Auflösung überhaupt schon hochgedreht? Was sind hier die Auflösung? Ach, das ist mal der Ingame, geht schneller. Ah, hier ist ja die Auflösung. Der hat meine ganzen Einstellungen wieder zurückgestellt, der Speicher ist doch nicht. Doch, ich hab dir doch den Pfad geschickt. Mensch, bist du behindert? Ach ja, richtig, du bist der Dämon. Das beantwortet die Frage. Ja, zumindest ist die Sache, die ich im Spiel schon geändert habe, hätte er ja behalten können. Was soll denn der? Hast du auf Übernehmen geklickt? Eigentlich schon. Jetzt abbrechen, übernehmen, alles dasselbe. Alles derselbe Scheiß. Von mir aus können wir, ne? Ja, Dämon braucht wie immer länger, das ist, weißt du ja Bescheid, ne? Was passiert? Los, du bist jetzt schon mit deiner Steuerung und allem zufrieden. Bin da nicht ja so anspruchsvoll. Du bist der Einzige hier, der irgendwas konfigurieren muss. Du bist halt der Einzige, der nichts drauf hat.
Wir sind halt echte Pros, wir spielen mit den Standardeinstellungen und rocken alles weg. Standardeinstellungen sind für den Arsch. Ja, weil du es nicht drauf hast, sag ich doch. Jetzt kopier endlich deine Config rein und. Das kann nicht so schwer sein. Ja, Moment. Dass man den Ordner findet, der irgendwie immer noch nicht da ist. Den Roaming-Ordner gibt es gar keinen. Ordner namens Cope Marina, was macht man in einem so einem Fall? Das heißt, hier gibt's keinen. Muss es geben, sonst gibt's keine Configs. Ja, ich habe auch keine Config. Der stellt die Einstellung immer wieder zurück, der sagt. Was machst denn du? Auf das Spiel kaputt zu machen. Oh, jetzt hat er es geschafft, endlich mal. Wow. Mann. Selbst so gut programmierte Spiele wie Open Arena geben bei Dämon den Geist auf. Anscheinend ist es das ja nicht. So. Ich und Delfino haben keine Probleme. Und das will was heißen. Ja. Ob ich da auch die Quake Live wieder reindonnern kann? Weiß ich nicht. Probier's aus. Aber erstmal sollte ich das Spiel enden. Ich glaube, das macht Sinn. Probier's aus, krieg's raus. Mach einen Dämon draus. Quake Live Config schon wieder. Open Arena lassen wir mal noch eine zu. Ach, ich glaube, die ist. 40 Minuten noch, Jungs. Also, ich habe den Raum schon aufgemacht. Ich würde sagen, dann spielen wir ohne Dämon, bis der seine Config da rein kopiert hat. Dauert noch 2-3 Monate. La 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 la. Schau mir doch ein paar Nacktfotos von Frauen an. Hey, Abos gegen Abos. Und Abos mit 2 Bs geschrieben, toll. Das war echt ein Rechtschreibgenie. Hey man, die sind 2 Let's Player schon 14 Aufrufe. Pff. Schön finde ich ja das bestbewerteste Video. Amberstar. Acht gefällt. Schön, dass meine bestbewertetsten Videos Musikvideos sind. Ja, du musst auf meinen Kanal gehen. Du musst best Uploads klicken, beste Bewertung. Das zweite Video ist dann der erste Teil von CNC Alarmstufe Rot und dann kommt erstmal nur Musikvideos. Dann kommt irgendwann wieder Command & Conquer Teil und dann nochmal ein bisschen Musik und dann fängt es langsam an. Hallo, keine Ahnung. Macht denn der Spasti? Siehst du meinen Raum? Ich bin noch gar nicht im Spiel. Ach so. Moment, ich komm mal.